So, auf geht's hier in Singapur. Hoffentlich jetzt einen guten Start. Ganz gut wegkommen. Also jetzt sehen wir mal Kolben. Und vor allem ohne Kollision da die ersten zwei Kurven überstanden. Das ist jetzt wirklich höchste Konzentration, als ob man hier. So, die erste Runde mal gut überstanden. Er wollte mich da voll anschießen, ist aber ein Geist geworden. Danke, liebe Rennleitung. Klasse Manöver, bei dir sieht das so da hat natürlich er jetzt den DRS-Vorteil, dem was er da ausnutzen kann oder nicht. Schaut nicht so aus. Man muss ihn jetzt gut verteidigen gegen den.
fast karriär i snö. Jetzt habe ich natürlich DRS. Jetzt bin ich da im Arsch. Wie es ausschaut, muss ich mich dann mit dem zweiten, mit dem dritten was begnügen. Oioioi, er macht den Fehler! Er fliegt da raus und wir gehen wieder auf Platz 2. Gerade so genommen, wir müssen uns mit dem dritten begnügen. Und auf einmal haut es den vor uns da raus. Mit einem Fahrfehler katapultiert er sich da ins Aus. Ohne Fremdverschulden. Oh, machen wir es ja nicht nach. Ohne Fremdverschulden ist er da einfach von uns gegangen. Kann froh sein, dass er das Auto nicht in die Mauer gestellt hat. Und jetzt versuchen wir natürlich da die letzte Runde ohne Fehler durchzubringen. Und dass wir uns da wirklich im Platz 2 sichern. Ich bin mir ja eigentlich gar nicht sicher gewesen, ob ich überhaupt das zusehe da. Bin ich jetzt noch immer nicht. Vielleicht sollte ich nicht so viel reden und mich besser konzentrieren. Und wir beenden das Rennen wirklich auf Platz 2 hier in Singapur. Wir kommen da ohne Fehler durch, wir kommen da ohne Schaden durch. Ist ja unglaublich, wer hätte das gedacht? Eine super Platzierung.